Oh, da wäre es nämlich direkt fast aus und vorbei gewesen, wenn ich hier jetzt mich zu weit nach vorne, aber mit dem Wasser. Mit dem Wasser, ja. Also ich meine, das Eisen will ich ja jetzt nicht unbedingt hier lassen, muss ich so sagen. Könnte ich ja jetzt mich mit der Erde hier so ein bisschen versuchen drüber zu bauen. So, das hauen wir erstmal weg. Und das nehmen wir einfach mit. So, ich schleiche, damit mir hier nichts widerfährt. Und nehmen erstmal das Eisen mit. Wie gesagt, wir können es ja zu Eisenblöcken stapeln, deswegen nehmen wir das nach wie vor mit. Aber auch ein paar andere Sachen. Da unten ist Redstone, okay, na gut. Ja, Eisen sehe ich da schon. Es geht auf jeden Fall wieder ins Tiefenschiefer und ja, nehmen wir mal den Fahrstuhl. In der Hoffnung, dass das einigermaßen safe ist hier. Das sieht schon mal ganz gut aus. So, und schon sind wir unten. Ganz klassisch. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir hier unten mal ein bisschen die Location unsicher. Die Frage ist jetzt nur, ist das eventuell sogar eine Höhle, die in unsere andere Höhle ein bisschen mit hineintriftet? Sprich, dass wir hier vielleicht doch schon mal gewesen sind. Also hier sicher nicht, weil wie gesagt, dazu sind hier einfach noch zu viele Sachen, die ich sonst sicherlich schon mal mitgenommen hätte. Oder wir sind hier wirklich nur vorbeigeschwebt oder haben sie wenigstens mal angerissen. Kann sein. Muss aber nicht. Gilt es jetzt erstmal herauszufinden. Wie gesagt, primär Eisen, Gold, Diamant. Und alles, was wir sonst noch so finden. Bin ich gespannt drauf. Lapislazuli nehme ich natürlich auch mit. Warum nicht? Wenigstens wieder ein, zwei Slots, sage ich mal, ne? Weil ich finde das, ich finde es halt wirklich extrem praktisch. Mich hat das wirklich hier ganz schön gepackt. Weil diese Höhlen eben so groß sind und die Erze dann teilweise wirklich so an den Wänden, am Boden, überall sind. Und man muss nicht erst unnötig graben und rennen und reisen und so. Also, ne, man kann wirklich ganz bequem von einer großen Höhle in die nächste gehen und hat immer direkt irgendwas vor der Fresse. Wo wir ja in manchen anderen Höhlensessions so, ich sag mal jetzt im Gebirgsbiom, in unserer Alpha-Höhle, in unserer Basishöhle, alle Höhlen, die wir halt so mitgenommen haben, in der Wüstenhöhle, das verzettelt sich dann halt so. Und dann halt auch immer dieses Krampfhafte, was ich früher so gemacht habe, so dieses mit den Fackeln und ich will dann auch wieder den Weg, den ich gegangen bin, wieder raus und so. Das mache ich einfach jetzt nicht mehr und ich finde sogar, dass wir damit eigentlich eine ganz gute Schiene fahren. Weil ich kann ja sagen, wenn ich fertig bin, dann grabe ich mich einfach nach oben und dann ist halt gut, ne? Dann ist halt wieder gut und dann kommen wir halt auch immer wieder raus. So, das sieht jetzt nicht so sympathisch aus da unten. Das Gold da drüben weiß ich nicht, ob ich das irgendwie erreichen kann. Möglicherweise von dort, aber da muss ich halt auch erstmal runterkommen. So, Lapis Lazuli steckt hier überall im Boden. Da könnte ich eigentlich, ja komm, scheiß drauf. Nehmen wir erstmal mit. Wie gesagt, das liegt ja alles wirklich wie auf dem Präsentierteller. Deswegen finde ich diese Biome echt schon ganz schön klasse. Da müssen wir nicht so rumgraben und so rumirren und diese Labyrinthe, sondern man hat hier wirklich so ein Riesenteil und hat überall sofort Zeug. Ja, deswegen schon smart. So, jetzt ist die Frage. Ah, da unten ist wieder, ah ja, alles klar. Komisch, dass wir das in der ersten großen, tiefen Schieferhöhle nicht entdeckt haben, sowas. Und jetzt haben wir das plötzlich immer wieder, also so selten ist es dann offenbar doch nicht. Ist nur die Frage, wo hatte ich denn das Gold gesehen? War das jetzt so weit oben oder war das... Ach, hier. Ah, es ist hier. Guck mal an. Nichts oben. Unter uns. So. Weil Gold ist ja, wie gesagt, auch immer relativ schön. Ja, gut, es bringt XP, sonst eher nichts. Da hinten ist zwar ein bisschen Eisen noch dabei. Da unten ist auch noch Gold dabei. Ich würde schon irgendwie mal... Ja. Schon irgendwie da runter wollen. Ein bisschen. Erst sagst du, als ob ich könnte hier runter gehen, aber auf der anderen Seite, es hängt wieder so über. Gibt es auch wieder keinen logischen Weg darunter. Also ich meine, ich könnte zwar hier... aber
auf der anderen Seite eben auch nicht. Da sind wir diese komischen, was auch immer. Ja, Skalk und Katalysatoren und wie die nicht noch alle heißen. Ich hab's immer noch nicht so richtig begriffen. Aber wegen dem Gold jetzt darunter. Ach komm. Das ist mir fast schon wieder zu heiß. Auf der anderen Seite eben auch. Ja gut, Diamanten und so könnten überall sein, logischerweise, aber die können auch hier oben sein. Also da muss ich nicht bis ganz darunter, sage ich so wie es ist. Davon abgesehen haben wir ja hier auch Eisen so ein bisschen als Entschädigung erstmal. Gold, sag ich mal, ja, ist ja immer schön und so. Und wir haben ja auch schon recht viel. Wir hatten das jetzt letztens auch genutzt hier, um den Berg abzutragen mit Goldspitzhacken, Goldschaufeln, was ja deutlich schneller geht. Aber wann brauchen wir es sonst? Na. Also wenn wir demnächst mal wieder irgendwann einen Berg abtragen müssen, ist das cool, wenn wir so Goldspitzhacken haben. Ansonsten eher weniger. Deswegen ist jetzt Gold auch nicht ganz so wichtig. Wäre es jetzt Diamant gewesen, hätte ich mir mit Sicherheit einen Weg darunter gesucht. Ganz bestimmt. Na. Aber wir gucken uns erstmal um. Das ist ja auch wieder relativ komplex hier, die ganze Geschichte. Ziemlich groß. Hier ist aber auch Gold. Nehmen wir wenigstens das mit. Und ich sag mal, wir sind ja jetzt auf Höhe 8 hier. Also da könnte auch durchaus mal Diamant vorkommen. Selbst in diesen Bereichen hier. Deswegen nehme ich mal alles mit. Geht es da auch nochmal nach unten oder täuscht das ein bisschen? Ich würde mal kurz gucken. Das kennen wir ja. Nur mal gucken, ne? Ja, ist der? Geht nämlich auch hier weiter. Das Ding ist halt, es ist immer arschschwarz hier unten. Also das verwinkelt sich jetzt auch schon wieder, aber da haben wir zumindest auch mal Gold wieder. Eisen. Und ja, mal gucken. Da ist nochmal Gold. Das ist eben genau das, was ich meine. Dass wir hier eben das Zeug wirklich mehr oder weniger präsentiert kriegen. Jetzt weiß ich nicht, muss ich oben lang oder kann ich hier auch ums Eck gehen, um an das Gold zu kommen? Ich glaube, ja. Ich muss halt nur mal gucken hier. Hängt nämlich auch ein bisschen über, aber safe. Da ist jetzt wieder Skalk. Es ist arschschwarz hier. Naja, wir nehmen mal ein bisschen. Brauchen dazu aber keine Spitzhacke. Das können wir auch so abtragen. Einfach mal für ein bisschen ein paar XP-chen nochmal. Dass wir hier ein bisschen was abtragen. Dass wir schon mal Level 60 dann haben. Und dann können wir hier ruhig noch ein bisschen rumkrebsen. Eben, wie gesagt, der einzige Zweck, den diese Dinger hier erfüllen. Für mich im Moment. Sagt, wenn ich das mal komplett irgendwann erforscht habe, was das bringt, vielleicht hat das auch noch einen positiven Beigeschmack. Mag sein. Eben weil diese Katalysatoren da offenbar auch wieder Leben regenerieren oder so. So habe ich das verstanden. Ja, vielleicht haben wir es ja bis dahin auch schon aufgelöst, weil ich produziere ja immer sehr vor. Aber vielleicht gibt es auch bis dahin schon wieder ein paar Antworten. Solange tragen wir das Zeug wenigstens ein bisschen ab, um hier XP zu droppen. Ihr sagt, es bringt immer relativ wenig. Es ist ungefähr so, als würden wir Kohle abbauen oder so. Glaube ich aber. Wie gesagt, dadurch, dass wir die halt bekommen, ohne Werkzeug einzubüßen, ohne irgendwelche Prozesse zu starten, ohne irgendwas, ohne irgendwelche Hilfsmittel, ist das halt schon praktisch. Und ich meine, um unser Erfahrungslevel da ein bisschen zu füllen, auch eigentlich ganz angenehm. Deswegen mache ich das hier ab und zu mal doch. Heißt jetzt nicht, dass wir jetzt wieder folgenlang in diesem Skalk hier rumgraben. Wie gesagt, ich will jetzt erstmal Level 60 erreichen, wenn ich es schaffe. Und dann konzentrieren wir uns wieder auf diverse Erze.
So. Scheint es aber jetzt hier erstmal schon fast gewesen zu sein mit diesem Skalk. Also nichts ganz Level 60 hier. Ist aber auch jetzt nicht überzubewerten. Also das sagt hier, das siehst einfach nichts. Das ist brutal. Also. Du siehst hier unten einfach die Hand nicht vor Augen. Und das Problem ist eben auch, dass du ständig die Wände ausleuchten musst, um überhaupt irgendwelche Mineralien, Erze zu finden. Das ist immer der Nachteil hier dran. So, oben noch ein bisschen und dann haben wir es schon eigentlich gleich. Einer fehlt jetzt noch so ziemlich. Na, oder zwei. Na, oder drei. Komm schon. Na, sag mal. Jetzt werde ich mich hier kleiner nach oben bauen, weil ich jetzt so kurz vor der 60 bin und als ob das jetzt das Ziel wäre. Na, jetzt komm. Ja, ist doch schön. Ich meine, komm. Wenn wir das schon gratis kriegen, können wir auch ruhig mal ein bisschen was davon mitnehmen. Aber wie gesagt, zu oft machen wir es auch nicht. Wird dann wieder langweilig. So, da waren wir also hier. Übersehen habe ich jetzt hoffentlich nichts. Würde ich jetzt erstmal wieder den Weg zurücksuchen. Oder was heißt, naja, was heißt, ist auch zu viel gesagt, aber tropft das hier irgendwie, ach, Wasser ist hier über uns wahrscheinlich. Weg zurück ist zu viel gesagt, wir können ja hier in so viele Richtungen gehen und haben ja trotzdem immer Erfolg. Ja, so wie hier zum Beispiel wieder mit Gold. Hoppala. So. Oder hier auch Gold. Da geht es aber schon wieder rasant nach unten. Nix so schön. Das kann ich mir zwar hier snacken, aber das da unten ist schon wieder ein bisschen, naja, was heißt, wenn ich es unbedingt haben will, dann kriege ich das auch, ist klar. Guck mal da. Aber wir werden uns hier, wie gesagt, auch nicht oder wieder mal nicht wegen sowas verbiegen oder in unnötige Gefahr begeben. Aber guck mal, es lohnt sich doch. Ja, 5, 6, 7, 8, glaube ich, waren es jetzt oder so. Das passt schon. Egal, bei der Erde dabei hier. So. Die. Okay, dann bin ich aber nicht von hier gekommen, sondern hier glaube ich irgendwo von links, genau. Ich will erstmal wieder in diese große Haupthöhle zurück irgendwie, wenn es geht. Wenn mir es gelingt. Wait. Achso. Gut. Ja. Mehr oder weniger, wie gesagt. Nicht überstürzen, aber auch nichts übersehen. Das ist jetzt so ein bisschen die Geheimformel hier an der ganzen Sache. Ob ich jetzt von hier... Na, ich könnte sein, dass ich von hier gekommen war. Ist auch egal. Letzten Endes. Ja, glaube hier. Ja, genau. So, weil hier haben wir nämlich die bessere Übersicht und deswegen halte ich mich ganz gerne so ein bisschen an diese großen... Wie ich sie nenne, Haupthöhlen. Da geht es auch nach oben. Das ist schon mal ein bisschen sympathisch, dass wir notfalls erstmal Gold haben. Na, Tapsi. Auch wieder da. So, wieder sechsmal gleich. Lohnt sich. Aber dass wir notfalls, sage ich mal, immer so ein bisschen so einen Ausgang haben. Ich weiß, dass wir eh nicht lange hier in dieser Haupthöhle sein werden. Und wahrscheinlich da auch nicht rausgehen werden, sondern wir werden uns immer weiter verzirkeln jetzt. Und in tiefste Tiefen begeben. Und da hoffentlich wieder ganz coole Sachen finden. Aber auf der anderen Seite möchte ich das auch nicht wieder so übertrieben lange machen. Wie beim letzten Mal. Das war ja cool. Und wir hatten ja auch megamäßig viele coole Sachen gefunden. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber trotzdem ist irgendwann auch mal wieder genug. Wir müssen irgendwann mal wieder oben weitermachen. Nicht nur Höhlen.